Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Die Barbara Box ist bei mir angekommen und ja, sie ist prall gefüllt mit ganz tollen Sachen. Also sie ist wirklich diesmal richtig, richtig toll. Ich bin von der Box mega begeistert. Ich habe sie nämlich schon ausgepackt und ja, ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, was in meiner Box drin war, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, fangen wir mal mit der Sneak Peek an. Also ein Produkt, das auch in der Sneak Peek war, ist dieser kleine Würfel hier mit dieser Luftpflanze, nennt man das, glaube ich. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Gefällt mir richtig gut. Und ja, angeblich muss man mit der nichts machen. Also die zieht sich alle Nährstoffe irgendwie aus der Luft raus. Also ich finde, es schaut einfach mega interessant aus. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein geeignetes Plätzchen dafür finden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es einfach weiß ist. Also so ein Roségold oder Kupfergold wäre mit Sicherheit einfach trendiger und schöner gewesen. Aber gut, vielleicht male ich das auch einfach selber irgendwann mal an. Als nächstes haben wir hier eine Flasche Prosecco drin. Und zwar von Scavi & Ray Prosecco. Und ja, das hat, glaube ich, einfach den Hintergrund, weil es gilt hier als Mädelsabendbox, dass man praktisch sich ein Gläschen gönnen kann. Als nächstes haben wir hier einen Tee drin, und zwar von Miade Moni, Bio-Kräutertee, Melisse und Minze. Das sind 50 Gramm. Ist auch sehr, sehr schön verpackt, einfach so ganz schlicht mit dem Aufkleber drauf. Hier sind drin Pfefferminzblätter, Zitronenmelisse, Holunderbeeren, Orangenschalen, Brombeerblätter, Spearmint und natürliche Aromen, Cranberry-Stücke aus kontrolliert ökologischem Anbau. Und ja, das ist dieser hier. Und was natürlich passend dazu ist, ist ein Tee-Ei. Was ich natürlich auch mega interessant fand, weil es ist einfach so ein schönes Tee-Ei hier. Und finde ich auch einfach mega gut durchdacht, weil nicht jeder hat so ein Teilchen daheim. Und ja, ich finde das einfach vom Design her auch richtig, richtig schön. Deswegen gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schnuppern jetzt mal an dem Tee. Also so sieht der Tee von innen aus hier. Also man hat hier wirklich so kleine Cranberry-Stücke drin, die einfach nochmal so ein bisschen für die Süße und für den Geschmack noch ein bisschen so sind. Aber es riecht richtig lecker. Also der Tee, da freue ich mich jetzt schon echt drauf, auf so eine Tasse schönen Melissen-Minzentee. Also finde ich ganz, ganz toll. Als nächstes haben wir hier noch ein Produkt, was in der Sneak Peek war. Und zwar ist es von Paul Mitchell das Lavender Mint Conditioning Leave-In Spray. Und auch das habe ich schon verwendet. Und ich finde es richtig toll. Also es duftet unheimlich gut nach Lavendel. Ja, ich bin ja ein absolutes Lavendelmädchen. Und ja, also das gefällt mir richtig gut. Und also der Duft einfach schon, dass es nach Lavendel riecht, gefällt mir mega gut. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir diese komplette Reihe von Paul Mitchell zulegen soll oder nicht. Aber da habe ich noch ein paar andere Produkte, die ich gerne testen und ausprobieren und aufbrauchen möchte. Aber das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ja, von Edding haben wir hier einen Nagellack drin und den trage ich auch schon auf den Nägeln. Das ist dieser Korallton hier. Finde ich jetzt natürlich zu der Zeit, also im Sommer hätte er jetzt noch besser gepasst, finde ich. Aber ja, der nächste Sommer kommt bestimmt und bis dahin hält er sich auf jeden Fall. Und Lucky Light Coral heißt dieser Nagellack. Kursiert da, ja. Und ja. Von der Deckkraft her finde ich ihn ein bisschen, er könnte besser sein. Also ich finde, er könnte besser sein. Also ich habe zwei Schichten drauf und man sieht hier schon noch so leicht Schatten drin, was ich jetzt nicht so schön finde. Aber von der Trocknungszeit her ist er echt super. Also da kann man echt sagen, der geht schnell, dass er trocken ist. Also innerhalb von einer halben Stunde ist man komplett fertig. Also mit Base Lack, zwei Schichten und Topcoat. Und ja, deswegen finde ich ihn eigentlich ganz gut. Ja, dann haben wir hier eine große
Tüte Popcorn von Werthers Original Karamell Popcorn. Und ich finde es mega interessant. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Es gibt auch noch eine andere Sorte und die heißt Werthers Original Karamell Popcorn Brezel. Also da sind nur noch so Brezeln mit dabei. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal in so ein Teilchen. Also es riecht mega lecker. So sieht es aus. Ist auf jeden Fall knusprig. Und es hat diesen typischen Werthers Original Karamellgeschmack. Richtig, richtig lecker. Gefällt mir richtig gut. Und also so diese Werthers Original Bonbons mag ich einfach sehr gerne, weil ich die immer von meinem Opa früher gekriegt habe. Also mein Opa hat immer Werthers Original Karamell Bonbons daheim gehabt und es gab jeden Tag eins. Einfach ganz, ganz toll. Und gerade so, wenn es Winter wird oder so, hole ich mir da gerne mal so eine Packung und genieße es einfach. Und es schmeckt so lecker und es erinnert einfach an die schönen Kindertage und an meinen Opa. Und ja, das ist einfach ein Geschmack, der versetzt mich einfach zurück. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist hier von Dresden Essenz ein Bad. Und zwar, was das Herz begehrt, Schaumbad mit Bio-Pfingstrose und Vanille. Ich liebe ja Dresden Essenzbäder. Und das riecht auch so lecker. Also dieser... Also in letzter Zeit passiert mir das ja oft, ne? Ja. Also der Duft ist auf jeden Fall zu meiner Nase. Er ist gut. Also ist definitiv gut. Also ich finde den richtig toll, den Duft. Mag ich jetzt schon sehr gerne und ich weiß, dass ich es lieben werde, weil es einfach Dresden Essenz-Produkte sind und ich mag die einfach und ich glaube, ich werde damit heute Abend gleich in die Badewanne hüpfen. Ja, dann haben wir hier eine Probe drin von Lancôme, das Advanced Genifique Serum. Das hatte ich schon mal als Probe, glaube ich, bei einer Douglas-Bestellung dabei. Fand ich nicht schlecht, würde ich mir aber für den Preis nicht kaufen. Von Diadamin haben wir hier ein Produkt drin und zwar ist es das Lift Plus Antifalten Hyaluron Booster. Und das habe ich mir jetzt schon mal angeguckt und zwar kann man das einfach 1 bis 2 Tropfen in die tägliche Tages- und Nachtcreme und soll halt einfach nochmal zusätzlich Feuchtigkeit spenden und halt ja, aufliften praktisch. Genau. So sieht das aus. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wird auf jeden Fall getestet. Ja, schon passend im Herbstdesign die Verpackung hier. Gefällt mir auch echt gut. Ist von Chiara Ambra. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Straffende Hydrogel-Augenmaske, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Traubenkernextrakt. Und ja, das sind einfach so Pads, die auch wieder so ein schönes Design haben, die man sich unter die Augen geben kann. Und dann einfach das Ganze aufpolstern sollen, pflegen sollen. Und ja, sowas mache ich ab und zu ganz, ganz gerne. Und eine Maske von Sans Souci. Die Marke mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Die sind auch nicht ganz günstig, die Masken. Da kostet, glaube ich, eine 6 Euro. Und zwar ist es die Forever Young Fleece Maske. Straffende Intensivmaske für reife Haut. Die ist auch neu. So sieht es aus. Und ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wie die ist. Ja, ihr Lieben, das war jetzt auch schon der Inhalt meiner Barbara-Box. Ich finde, die Box ist mega toll. Ich liebe sie jetzt schon. Und ich freue mich schon jetzt auf den Tee, auf mein Bad, auf das Popcorn. Und ja, ich glaube, damit verabschiede ich mich heute von euch. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!